Ich bin der Kecht Richard, ich bin Forstwirtschaftsmeister und ich arbeite bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Ich hab da vor mir so einen Brunnentrog stehen und der hat noch keinen Ablauf. Also da möchte ich jetzt noch ein Loch reinmachen und dann einen Stupsel rein basteln. Das mache ich zwar in einem Film schon, da wo ich herzeige, wie man den Brunnen baut, aber da wird nicht so genau drauf eingegangen und die Frage ist aber wieder auftaucht, wie funktioniert jetzt das, dass das dicht wird. Und deswegen zeige ich es euch heute mal ein bisschen detaillierter. Und bevor ich da anfange, muss ich mir erst einmal überlegen, wo möchte ich den überhaupt haben, den Ablauf. Also habe ich drunter irgendeinen Schacht oder habe ich einen Gulli drunter, sonst irgendwas, ein Gravei, dann mache ich natürlich da hin. In dem Fall ist das auch schon ausgesucht worden, also da hervorn. Da ist jetzt beim Machen schon die tiefste Stelle und bei der tiefsten Stelle, da fange ich jetzt auch gleich an und bohre mit dem Bohrer da ein Loch rein. Es gibt da diverse andere Möglichkeiten. Ich kann natürlich mit modernen Werkzeugen Löcher bohren. Ich kann zum Beispiel auch mit der Motorsäge viermal runterstechen und ein viereckiges Loch machen. Aber es ist furchtbar schwierig, dass ich das nachher dicht bringe. Und deswegen zeige ich es euch jetzt mit dem, sage ich mal, historischen Werkzeug dazu. Wie gesagt, geht natürlich auch mit was Modernen, aber gerade modern hat man ganz selten so dicke Bohrer. Jetzt bohre ich als allererstes einmal da ein Loch rein, das gerade geradeaus durchgeht. Das dauert jetzt mit dem Gerät natürlich ein kleines bisschen, das ist klar. Und bei den alten Bohrern muss man mal schauen, wenn die Kammer voll ist, dass man die wieder auslädt. Das ist bei jedem Bohrer ein bisschen anders. So. Passt. Gut. Ein Loch ist jetzt schon mal drin. Das Wasser kann schon mal aussehen. Aber bloß das Wasser aussehen ist ein bisschen zu wenig. Jetzt möchte man noch einen Stupsel haben, dass es dicht wird. Und für das ist mir das Loch jetzt noch zu klein. Das heißt, ich muss jetzt das nach oben hier ein bisschen erweitern. Und das kann ich jetzt wieder entweder mit dem Bohrer da machen, indem ich den da drin ein bisschen verkant und dann verkanterweise nach oben hier das Loch breiter macht. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil es wird meistens nicht rund und das wird ein bisschen so eine bucklige Angelegenheit. Geht jetzt aber, wenn man nichts anderes hat, kann man den hernehmen. Ich habe allerdings da noch einen speziellen. Und das ist jetzt einer, der ist extra für das gemacht. Da wird das Loch nach oben dann konisch weit breiter. Jetzt werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern, warum ich da nicht einfach rund reinbohre. Aber das liegt zum einen an dem Bohrer, der hat nicht ohne Grund da links und rechts einen Schneid, der ist für das gedacht. Und vor allen Dingen liegt das am Holz, weil ich arbeite jetzt da ein kleines bisschen mit der Faser. Ich habe jetzt da herin ja, wenn ich es einmal aufzeichne, im Grunde habe ich aber da so links so Fasern. Und wenn ich mit dem Bohrer die Faser ziehenderweise bearbeiten, dann reißt die halt schon ab und wenn ich gegen die Faser arbeite, dann gibt es so Risse und da ist er halt dann eventuell schon wieder undicht, der wird auf jeden Fall nicht gescheit sauber. Und ich probiere jetzt, dass ich da anfange mit meiner Schneid und dann ziehenderweise eine Viertelumdrehung mache bis daher. Und das andere Viertel, das mache ich so rum, ziehend. Und genau das gleiche da hinten, so rum und so rum, sodass ich immer bei der Faser einen ziehenden Schnitt habe. Dann reißt das nicht nach innen auf, das kriegt keine Risse, weil es sollte ja dann im Endeffekt einmal wasserdicht werden. Und wasserdicht ist natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung. Und deswegen sitze ich jetzt da und tue praktisch das Viertel von da weg mit der linken Schneide so um ein bisschen auszufräsen. Dann ziehe ich ihn wieder raus, sitze mit der rechten Schneide an und tue da die andere Seite um ein bisschen bearbeiten. Wieder raus damit und dann die anderen zwei Viertel, die mache ich da her hinten, setze ich da wieder an, mache da ein Viertel Umdrehung, außer und dann da her hinten wieder ungefähr da angesetzt.
wieder ein Viertel die Umdrehung und schauen, dass man halt auch möglichst gleich viel Holz wegnimmt. Das war jetzt ein bisschen weniger wie vorher. Deswegen will ich nochmal nachdrehen. So, jetzt. Das schaut jetzt ganz gut aus. Da ist ein wenig was Stiebling. Und so arbeitet man sich dann runter nacheinander, je nachdem, wie groß das Loch werden soll. Und da kann man auch wieder sagen, das ist ein bisschen so eine optische Sache. Umso größer das der Brunnen ist, umso größer darf auch der Stupsel werden. Das sollte halt ein wenig zusammenpassen. Weil an und für sich hat das Loch so jetzt schon gelangen. Jetzt überlege ich mir mal, wie groß muss der Stupsel eigentlich werden. Und dazu schaue ich erst einmal, wie dick das Loch ist. Also das hat jetzt so 6,5 cm Durchmesser ungefähr, das Loch. Also wenn ich mir einen Stupsel suche mit so 9 oder 10 cm, den muss ich mir jetzt da hinten oberschneiden. Den hole ich mir schnell. Gut, jetzt habe ich mir da so einen Trumpf von einer Stange geholt. Ist jetzt auch ein bisschen dicker, wie ich es haben wollte, aber das geht schon nur, muss ich halt ein wenig mehr putzen. Wichtig ist bei dem Stupsel, dass der noch einigermaßen frisch ist und nicht rechte Risse hat. Weil wenn der Trockenrisse hat, dann ist er eventuell undicht. Das können wir nicht brauchen. Die Stange ist jetzt noch nicht so lang gemacht und die passt noch. Jetzt hole ich mir einfach ein kleines bisschen Zubehör und dann richte ich mir die einmal ein wenig her. Gut, jetzt habe ich da ein historisches Werkzeug, oder wie man sagen sollte, da sagt man bei uns Hornzelbank dazu. Ich weiß auch nicht den offiziellen Ausdruck, aber das ist was, da kann ich das Werkstück einspannen, relativ schnell. Und so ein Zirkmesser, also Rohrfmesser sagt man da bei uns. Und mit der Kombination kann ich relativ schnell das drum fixieren. Dann kann ich es bearbeiten, wieder drehen, wieder bearbeiten, wieder drehen, wieder bearbeiten. Das geht natürlich genauso mit einem Schraubstock. Da dauert es halt ein bisschen länger. Ich finde es jetzt ganz praktisch. Erstens kann ich es neben dem Brunnen herstellen. Und zum anderen bin ich wirklich relativ flott unterwegs. Und jetzt putze ich ihn erst einmal ein bisschen zu, dass er in etwa die Form hat, die ich mein. Und dann beiße ich einmal ein bisschen rein. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt gebe ich dem Ganzen praktisch erst einmal ein wenig Form. Und dann muss ich ihn dünner machen, der ist nämlich 2 cm dicker, wie ich gemeint habe. Dann schaue ich mir das jetzt einmal an. Gut, weil mir ist jetzt einmal wichtig, dass ich in etwa den gleichen Winkel zusammenbringe. Und der Winkel, der schaut gut aus. Weil wenn ich nämlich jetzt mit der Bohrung irgendeinen Winkel habe und mit dem Stupsel ganz einen anderen, dann habe ich oben bloß eine ganz feine Kante, wo er anliegt. Aber wenn er halt in etwa den gleichen Winkel hat, und das habe ich jetzt recht schön daran, das ist gut. Aber er geht mir noch zu wenig tief rein, das heißt, ich muss noch ein bisschen weiter putzen. Jetzt kommt er schon langsam werden, jetzt mache ich ihn schon ein bisschen sauberer, damit er nicht ganz so viele Kanten hat. Gut, und jetzt schaue ich einmal, wie er passt, weil da muss man jetzt auch noch ein bisschen nachputzen. Aber vorher probiere ich einmal ein wenig. Das Loch ist nicht ganz rund, der Stupsel auch nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt da ein kleines bisschen umeinander drehen, habe ich es jetzt zusammengebracht, dass er fast schon abschließt. So, glaube ich, kann man schon drüber nachdenken, ob man nicht lässt. Wenn das nicht gleich auf Anhieb der Fall ist, dann habe ich einen Bleistift dabei. Dann markiere ich mir halt das, da wo das noch ein bisschen zu viel Holz ist, und das tue ich dann so klarweise wegschnitzen und tue ihn richtig einpassen. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist das wirklich schon sehr schön. Da klopfe ich jetzt einmal drauf und dann schaue ich mir es nach dem Klebfall gerade mit Gefühl nochmal an. Weil das sollte nicht mit Gewalt sein. Jetzt klopfe ich ein bisschen drauf. Da darf man natürlich nicht den Fehler machen, dass man meint, ja, das hat jetzt da zwar noch rundum ein bisschen Luft, aber das haue ich am Schwein rein. Sondern der sollte schon vorher ganz gut passen. Das Klopfen ist jetzt bloß, dass er ein bisschen stabiler drin ist. Aber nicht zum Abdichten. Also wirklich bloß mit Gefühl. Da, und das ist schon so satt. Mehr macht auch gar keinen Sinn. Jetzt hebt er. Und wenn ich jetzt da nur mal rundum schaue, hat er wirklich überhaupt keine Luft, also ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert auch so. Und so lasse ich ihn jetzt auch und im nächsten Schritt schneide ich ihn ab.
Gut, jetzt mache ich da einmal einen Riss, so hoch wie der Brunnendruck ist. Das muss auch kein Wasserwag sein, die habe ich halt zufällig schon da. Und dann mache ich da drunter nochmal einen, der ist ungefähr einen Zentimeter tiefer, weil das Wasser sollte ja da rauslaufen. Damit das halt da durch den Stups rauslaufen kann, mache ich es ein bisschen niedriger. Nachschneiden kann ich auch, wenn nur aber einen Zentimeter letzter weh. Und das schneide ich jetzt ab. Das habe ich jetzt deswegen da im Brunnen gemacht, weil dann brauche ich mir ums Fixieren keine Gedanken machen. Das war jetzt halt ein bisschen verreckt zum Schneiden. Wenn ihr einen Schraubstock habt, spannst du ihn lieber in den Schraubstock ein. Aber für mich hat das jetzt schon gepasst. Jetzt mache ich da einen Strich drauf, weil jetzt möchte ich ihn dann nicht mehr drehen. Und damit ich wieder ein paar wieder reingehört, deswegen markiere ich mir das. Und da gegenüber mache ich auch einen. Genau, jetzt habe ich eine Markierung drauf, damit ich beim nächsten Mal auch wieder gerecht rein tue, also nicht mehr verdrehe. Und jetzt bohre ich in der Mitte ein Loch rein, das ist dann der Überlauf. So, der Überlauf ist auch drin. Unten rausschauen kann ich auch, das heißt, ich bin ungefähr in der Mitte. Jetzt schauen wir uns das einmal an, wie genau das ich getroffen habe. Ah, genau der Kern aus dem Board. Wunderbar. So, das heißt, jetzt ist er soweit fertig. Jetzt muss ich ihn bloß noch putzen. So, jetzt ist er fertig. Tue ihn nochmal rein. Wunderbar, gut. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er soweit fertig. Jetzt gehören bloß noch zwei Sachen gemacht. Also die Markierung, die mache ich noch dauerhaft. Entweder mit der Motorsäge oder mit einem Stemmeisen. Ich mache es mit der Motorsäge. Dann mache ich den Trog noch sauber, das ist klar. Und dann ist er eigentlich fertig. Wenn ihr es selber so macht, wie ich es jetzt gemacht habe, dass beim Bohren vom Loch das oben schön konisch macht, dann halt gleich schaut, dass es einigermaßen rund ist, nicht recht ausgefranst oder so. Und nachher mit dem Stopsel auch ein bisschen mühsam einpassen, dass er ohne Klopfen schon ziemlich gut passt. Dann habt ihr normalerweise auch nachher eure Ruhe. Er bleibt lang dicht und da hat man ja doch eine Freude, wenn man was selber gebaut hat und das funktioniert lang. Mhm.